Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 16, die Große Anfrage der Fraktion der SPD betreffend Vermittlung grundsätzlicher Werte an hessischen Schulen. Das ist die Drucksache 19/4890 zur Drucksache 19/4339. Darf ich vielleicht vorher noch mitteilen, dass ein dringlicher Antrag noch eingegangen ist der Fraktion der CDU und der GRÜNEN zum Thema gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Drucksache 19/5080. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird sie Top 75 wird mit 70 aufgerufen. Okay, alles klar. So, dann eröffnen wir die Aussprache zu dem Top 16. Ich erteile zunächst das Wort Herrn Abg. Yüksel, die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir leben in einer unruhigen Zeit. Aus verschiedenen ideologischen oder auch extremistisch-religiösen Gründen wird zunehmend unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage gestellt. Rechtspopulisten wie Islamisten pflegen eine ausgeprägte, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaatlichkeit lehnen sie ab. Wir müssen diesen Bewegungen unsere starken und wehrhaften Institutionen und unsere gewachsene politische Kultur entgegenhalten. Gleichzeitig müssen wir uns eingestehen, dass auch demokratische Akteure und Institutionen ihrer Rolle nicht gerecht geworden sind. Manchmal haben sie durch eigene Fehler und Versäumnisse den Raum für das Anwachsen von Demokratiefeindlichkeit gewährt. Die freiheitlich-demokratische Werteordnung, deren Fundament maßgeblich die Artikel 1 bis 20 unseres Grundgesetzes bilden, ist eben kein Naturgesetz, sondern entstand und blieb nur durch Bestehen, dass sie aktiv vorgelebt, aber auch erlernt wird. Es hat lange gedauert, bis Meinung, Presse- und Kunstfreiheit, Religionsfreiheit und nicht zuletzt auf die Ablehnung von Diskriminierung Teil der gesellschaftlichen Identität geworden sind. Umso wichtiger ist es, gerade heute wieder diesen Verfassungspatriotismus in den Vordergrund zu rücken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Schule für unsere Kinder neben der Familie und sozialen und religiösen Einrichtungen sicherlich die zentrale Sozialisationsinstanz. Es geht dort nicht nur um die Vermittlung und Aneignung von Wissen und Kompetenzen, sondern um die umfassende Bildung des Menschen mit klarer Wertefundierung und in Verantwortung für das Gemeinwesen. Mit der Großen Anfrage, über die wir hier diskutieren, wollten wir daher erfahren, wie seitens der Landesregierung die Erziehung unserer Kinder zu demokratischen, mündigen Bürgern in den hessischen Schulen gewährleistet wird. Wir wollen uns hier also ganz speziell auf die Schule konzentrieren. Damit will ich den Wert politischer Bildung außerhalb der Schule und der Prägung durch das Elternhaus nicht kleinreden. Aber wir als Landespolitikerinnen und Politiker tragen besonders für die Gestaltung der Schule als Bildungsraum die Hauptverantwortung. Es kann an dieser Stelle nämlich gerade nicht darum gehen, einfach auf die engagierten hessischen Lehrerinnen und Lehrer zu zeigen. Sie versuchen Woche um Woche unter den schwierigen Bedingungen des hessischen Schulsystems sehr gute Leistungen abzuliefern. Hier darf die Landesregierung nicht einfach ihre Zuständigkeit abwälzen. Und nun zu Ihren Antworten, sehr geehrter Herr Lorz. Mein Eindruck ist, dass die hessische Landesregierung zentrale Fragen unserer Großen Anfrage gar nicht verstanden hat. Sie scheint leider systematisch die Bedeutung innerschulischen Werteerziehung zu unterschätzen. Symptomatisch ist hierfür, dass die Landesregierung den Titel der Großen Anfrage nach Einreichung durch die SPD-Fraktion an der entscheidenden Stelle eigenmächtig geändert hat. Wir hatten Informationen über grundgesetzliche Werte angefragt,
Als die Antwort nach mehreren Monaten aus dem Staatskanzlei kam, war die Überschrift und im weiteren Text dann plötzlich grundsätzlichen Werte die Rede. Während wir an die Werteerziehung der hessischen Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern dachten, antwortet uns die Regierung mit Werten des Alltags. Die alltägliche des Zusammenlebens steht aber gerade in Gefahr. Wir müssen diese Werte des Grundgesetzes als Schutz gegen diese Bedrohung begreifen. Für uns die Prinzipien guter Präventionspolitik gegen Extremismus klar. Sie ist für die SPD-Fraktion nicht nur defensive Abwehr von Extremismus. Im Vordergrund muss stehen, frühzeitig bei allen Bürgerinnen und Bürgern unser positives Angebot an die gesellschaftliche Gesellschaft zu etablieren. Das Grundgesetz gibt gemeinsame Werte vor, die für alle gelten. Es wäre Aufgabe der Landesregierung, mit voller Kraft für diese freiheitliche demokratische Grundordnung zu werben und noch stärker erlebbar zu machen. Gute Prävention setzt nicht erst beim Extremismus an. Meine Kolleginnen und Kollegen, wir sehen uns leider bestätigt, dass die Landesregierung diese unruhigen Zeit dem Thema der Demokratievermittlung und Werteerziehung zu wenig Bedeutung beimisst. Sie lässt ein ganzheitliches Konzept, in dem Einzelmaßnahmen strukturiert und aufeinander abgestimmt werden, völlig vermissen. Was geschieht konkret an den hessischen Schulen zur Vermittlung von grundgesetzlichen Werten? Die Landesregierung zieht sich hier leider oft zurück auf Gesetze und Verordnungen, die auf dem Papier gut klingen mögen. Wir haben aber mit den Schulen, mit zahlreichen Lehrerinnen und Lehrern über die praktische Umsetzung und Schulgesetz und der Verordnung gesprochen. Unser Eindruck ist, dass die Wertevermittlung oft kaum eine Rolle spielt oder, wenn doch, allein vom persönlichen Engagement der Lehrerkräfte abhängt. Aber das ist nicht der Fehler der Lehrer und Lehrerinnen. Die Landesregierung muss notwendige Rahmenbedingungen schaffen. Sie muss die Lehrkräfte mit den notwendigen Ressourcen ausstatten, und sie muss selbst klarmachen, wie wichtig die politische Bildung für uns alle ist. Im Moment gibt es leider bei diesem Punkt große Versäumnisse. Ich möchte deswegen hier noch einige konkrete Vorschläge unterbreiten. Die Bedeutung der politischen Bildung im Schulunterricht muss insgesamt gestärkt werden. Dafür brauchen wir einen Ausbau des Unterrichtsangebots im Fach Politik und Wirtschaft. Zwei Wochenstunden in der Mittel- und Oberstufe sind nicht genug für die Aufgaben. Ich unterstütze die Landesschülervertretung in ihrer Forderung, die Wochenstundenzahl zu erhöhen. Es muss außerdem diskutiert werden, ob es weiter möglich sein darf, Politik und Wirtschaft im letzten Jahr der Oberstufe abzuwählen. Ich meine nein. Die Versetzung des Politikunterrichts mit innerschulischen Demokratie ist ebenfalls noch nicht gut gelöst. Die Schülervertretungen sind das beste Beispiel. Um theoretisches Wissen auch in der Praxis umzusetzen, die Begleitung der Mitbestimmung der Schülerschaft im Politikunterricht ist eben aber auch noch nicht fest Verordnung über Schülervertretung verankert. Nicht zuletzt ist die Verbindlichkeit der Lerninhalte noch zu schwach. Die aktuellen Kerncurricula belassen Fragen zur Vermittlung von Werten des Grundgesetzes zu sehr ungefähren. Hier wollten wir nachdenken über eine deutlichere Festschreibung dieser Werte und ihre praktische Umsetzung als wiederkehrendes Querschnittsthema. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle hier in diesem Haus wollen doch unseren demokratischen und sozialen Rechtsstaat bewahren. Gerade in der aktuellen Situation auf internationaler Ebene wollen wir alle an der Seite der Demokraten stehen und gegen Feinde des Pluralismus verteidigen. Wir mögen uns in der Zahl der wichtigen Politikansätze unterscheiden, aber wir alle stehen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands ein. Ich appelliere an die Regierung, nehmen Sie die Werteerziehung und Grundrechtsbildung im Schulunterricht nicht auf leichte Schulter.
Wir schulden es den Müttern und Vätern dieses Grundgesetzes, junge Menschen politisch zu bilden und im Sinne Grundgesetze zu erziehen, ist nicht nur Aufgabe der Zivilgesellschaft. Der Staat selbst muss die Demokratie bewahren, und das nicht nur durch Warnungen von Extremismus, sondern durch Überzeugungskraft demokratischer Werte. Ich verstehe nicht, warum die Landesregierung in die Antworten vor allem auf außerschulischen Ansätze verweist und den konkreten Schulunterricht so selten berücksichtigt. Nur dort kann der Staat ganz direkt gestalten und so seiner Verantwortung gerecht werden. Dort setzt wirksame Prävention bei Schülerinnen und Schülern an. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Der nächste Wortmeldung ist Herr Kollege May für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die hessischen Schulen sind für uns zentrale Orte der Demokratiebildung. Sie setzen sich Tag ein, Tag ein dafür ein, dass Pluralismus, Toleranz, Rechtsstaatlichkeit und demokratische Teilhabe gelehrt und gelebt werden. Wir danken unseren Lehrern und Lehrern, aber auch allen außerschulischen Kooperationspartnern, den Eltern, aber auch den Schülerinnen und Schülern, die beispielsweise sich in der Schülervertretung engagieren, aber eben auch Unterricht mitgestalten in diesem Bereich. Ich glaube, das sollte man voranstellen, wenn man zu diesem Punkt debattiert. Herr Kollege Yüksel, was Sie hier eben gerade vorgetragen haben, war in der Kritik allerdings wirklich meilenweit von dem entfernt, was Sie in der Großen Anfrage haben eigentlich hätten lesen können, und war von der tatsächlichen Situation wirklich so weit entfernt, dass man die Kritik als weitgehend substanzlos bewerten muss. Ich finde es auch sehr bedauerlich, dass das, was Sie in Ihrem Redebeitrag hier gesagt haben, nämlich dass Sie tatsächlich allen in diesem Haus zugestehen, dass sie für die demokratische Grundordnung kämpfen, dass sie das in ihrer Großen Anfrage in der Vorbemerkung nicht so sagen konnten. Und ich muss schon sagen, ich fand das ziemlich vermessen, wie Sie dort versucht haben, am Ende Ihrer Vorbemerkung zu sagen, die Landesregierung oder die Koalition stünde nicht eindeutig zum Grundgesetz. Da muss ich sagen, das fand ich ziemlich daneben. Das haben Sie heute nicht wiederholt vom Rednerpult, aber ich muss Ihnen sagen, das war schon grenzwertig, was Sie dort zu Papier gebracht haben. Und auch die Aussage, dass die Landesregierung die Vermittlung grundgesetzlicher Werte zu wenig Bedeutung beimessen würde, dass sie dort Engagement völlig vermissen lassen würde, halte ich angesichts dessen, was dort auf fast 30 Seiten ohne Anlage zu Papier gebracht wurde, für vollkommen abwegig. Sie haben das auch nicht ordentlich begründet. Sie haben sich daran aufgehalten, dass es dort einen Übertragungsfehler in der Überschrift der Großen Anfrage gibt. Wenn Sie sich das weiter anschauen, in der Vorbemerkung der Landesregierung ist die ganze Zeit von grundgesetzlichen Werten die Rede. Das zeigt auch sehr deutlich, dass hier nur ein Übertragungsfehler in der Landtagskanzlei stattgefunden hat. Und darauf dann fußen zu lassen, dass in der Vorbemerkung der Landesregierung wird von grundgesetzlichen Werten ist die Rede von grundgesetzlichen Werten, und jetzt sozusagen Übertragungsfehler in der Kanzlei irgendwie zum Aufhänger zu machen, dass irgendwie darf bewusst etwas missverstanden werden sollte. Ich finde das ziemlich dünn, was Sie hier vorgetragen haben. Und ich muss auch sagen, das ist auch nicht konsistent, was Sie hier vortragen. Der Kollege Degen hat von diesem Pult in einer anderen Debatte hier schon einmal etwas ganz anderes gesagt. Da hat er gesagt, eine Vielzahl der Ziele, die Sie genannt haben, Herr Kultusminister, einen uns dazu zählt ebenso die Bedeutung, die Sie der politischen Bildung beimessen. Die Erziehung zu Demokratie und Mündigkeit muss oberstes Gebot schulischer, aber auch außerschulischer Bildung sein. Gerade bei letzterer
Bei letzterer haben wir Nachholbedarf. Also, Herr Kollege Degen sah den Nachholbedarf nur bei der außerschulischen Bildung im Bereich der Demokratieerziehung. Das teile ich noch nicht einmal. Das sagt die Große Anfrage auch. Aber es zeigt doch, dass die Kritik, diese Pauschalkritik, die Sie hier geäußert haben, von Ihrem eigenen bildungspolitischen Sprecher nicht so vorgetragen wird. Sie können das auf Seite 1318 des Plenarprotokolls dieser Wahlperiode nachlesen. Das zeigt auch, dass Ihre Pauschalkritik ziemlich weitgehend ist und eigentlich unbegründet ist. Und ich will hier noch eins weiter sagen. Wenn Sie hier ausführen, dass die Demokratieerziehung in den Kerncurricula nicht weitgehend genug sei, wenn Sie beklagen, dass sich die Landesregierung auf Gesetze und Verordnungen zurückziehen würde, dann würde ich doch einmal fragen, was würden Sie denn anders machen? Also würden Sie sagen, dass es nicht richtig ist, dass in § 2 die Erziehung zu grundgesetzlichen Werten ganz prominent verankert ist? Finden Sie das falsch, dass wir über Verordnungen das umsetzen? Finden Sie es falsch, dass wir in Kerncurricula die Bildungsinhalte regeln? Wenn das nicht der Fall ist, dann frage ich Sie, was würden Sie denn anders machen? Was würden Sie denn anders machen? Und bei dem, was Sie vorgetragen haben, was Sie anders machen würden, was kam da? Da kam, naja, wir würden eine Stunde mehr Politik- und Wirtschaftsunterricht machen. Kann man darüber streiten, aber auch das ist eine Maßnahme, die letztendlich über eine Verordnung geregelt wird. Von daher habe ich nicht so richtig verstanden, was Sie im Übrigen anders machen würden. Und ich habe auch den Eindruck bekommen, dass Sie nicht wirklich die Antwort der Großen Anfrage wahrgenommen haben. Denn der wird nämlich sehr deutlich dargestellt, wie das ist, wie das in der schulischen Bildung ist. Wir haben Ihnen umfangreich dargestellt, dass der hessische Bildungs- und Erziehungsplan für den Bereich des Alters von 0 bis 10, sollte man auch nicht vergessen, schon die Basiskompetenzen dafür legt, für Werthaltung, die Kinder stark machen gegen religiösen Fundamentalismus, Rechtspopulismus und politischen Extremismus. Und es ist auch weiter dargestellt worden, wo in den Kerncurricula welche Kompetenzen erreicht werden sollen. Ich möchte da mal nennen, der Geschichtsunterricht, der Unterricht in Politik und Wirtschaft, der Ethikunterricht, der Deutschunterricht, aber auch der Religionsunterricht ist da beteiligt. Aber neben diesen klassischen Fächern, die im Bereich der politiknahen Bildung unterwegs sind, ist das aber auch der naturwissenschaftliche Unterricht und sogar der Mathematikunterricht ist wichtig, damit man an demokratischen Diskurs teilnehmen kann. Nur derjenige, der nicht weiß, was Grundwert ist, was Prozentwert ist, wird eben, wer solche mathematischen Kompetenzen hat, wird eben verführt, dann eben einfachen mathematischen Aussagen wie eine prozentuale Steigerung um 200% erstmal zu glauben, ohne eben zu fragen, was ist denn da der Grundwert. Von daher ist auch Mathematikunterricht, da glaube ich, nicht zu vernachlässigen. Das alles ist Ihnen in epischer Breite dargelegt worden. Ich verstehe nicht, dass Sie das ignorieren. Das ist auch ein bisschen bedauerlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kultusministerium, die, glaube ich, viel Arbeit in die Große Anfrage reingesteckt haben. Ich finde, wenn man eine Große Anfrage stellt, dann sollte man auch mit den umfangreichen Antworten dann mal sich widmen und darauf dann seinen Redebeitrag fußen lassen. Ich glaube, das wäre das bessere Vorgehen zur Besprechung von Großen Anfragen. Und es ist ja auch so, dass für uns auch klar ist, dass wir nicht nur sagen, was am Ende dabei rauskommen muss, sondern dass wir auch, dass die Landesregierung dargestellt hat, dass das natürlich auch zentraler Bestandteil der Lehrerbildung sein muss. Das ist in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer so, ist aber auch in der Lehrerfortbildung so. Ich darf dort exemplarisch ein Beispiel aus der Lehrerfortbildung nennen vom Staatlichen Schulamt für den Landkreis und die Stadt Offenbach, wo das Grundlagentraining konstruktive Konfliktbearbeitung und Partizipation in der Klasse von Lehrerinnen und Lehrern in großer Anzahl besucht worden ist. Das zeigt, auch die Lehrerinnen und Lehrer, die einmal im System sind, werden von uns begleitet und werden immer weiter fit gemacht, was aktuelle Fortbildungsangebote im Bereich der Demokratieerziehung angeht. Und eine Sache möchte ich zum Schluss
noch nennen. Es wäre noch ein breiter Raum für die außerschulischen Kooperationspartner und Lernorte zu nennen. Insbesondere das VPN-Projekt ist ja, sage ich mal, bundesweit anerkannt, aber auch das Modell Hessen-Beratung. Aber ich möchte noch einmal die Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund stellen, nämlich die Schülervertretung. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir Schülervertretung in Hessen organisieren, ist eine sehr lebhafte Schülervertretung. Kollege Degen, Greilich und Schwarz und ich waren erst in der letzten Stunde wieder bei der Schülervertretung, haben wahrgenommen, wie lebhaft Schülervertretung sich für ihre Dinge einsetzt. Und das ist eben nicht nur Interessenvertretung für die Schülerinnen und Schüler, sondern es ist gelebte Demokratie, die hier stattfindet. Und ich glaube, dass das Selbsterfahren von Schülerinnen und Schülern als Interessenvertreter auch ein ganz wertvoller Beitrag zur Demokratieerziehung von Schülerinnen und Schülern ist. Von daher halte ich Ihnen das entgegen, wenn Sie hier sagen, dass in diesem Bereich zu wenig getan werden würde. Ich möchte deswegen damit schließen, dass ich dem, was Sie eingangs genannt haben, Herr Kollege Yüksel, vollständig zustimmen kann. Deswegen habe ich auch applaudiert, dass Demokratie an Schule zentraler Bestandteil ist, dass das zentrale Sozialisationsinstanz ist und dass wir deswegen Schule stark machen, um sie eben gegen Angriffe von Extremisten, die Schülerinnen und Schüler gegen Angriffe von Extremisten stark zu machen. Genau das tun wir. Und ich finde, dass diese Große Anfrage sehr deutlich gemacht hat, welchen großen Stellenwert dieser Politikbereich bei uns in der Schule hat. Vielen Dank. Keiner will? Herr Kollege Greilich hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Große Anfrage der SPD zum Thema Wertevermittlung weist bereits in der Vorbemerkung auf die Bedeutung der Thematik hin, die für viele aktueller denn je erscheint. Der unermüdliche Einsatz für Demokratie, Freiheit, Grund- und Menschenrechte sowie für die Werte der pluralistischen Gesellschaft wird durch den Erziehungs- und Bildungsauftrag des Hessischen Schulgesetzes in § 2, insbesondere Absatz 2 und 3 des Hessischen Schulgesetzes und durch die inhaltlichen Konkretisierungen in den Kerncurricula und Bildungsstandards sowie durch die gesellschaftlichen Anforderungen und Erwartungen in die Schulen hereingetragen. Diesen kommt eine besondere Verantwortung zu. Und es lässt sich auch noch weiter konkretisieren. Dem jeweiligen Lehrer, der jeweiligen Lehrerin kommt diese zu, da sie als direkte Mittler dienen und dienen müssen. In der Antwort der Landesregierung wird detailliert aufgeführt, in welch vielfältiger Art und Weise Wertevermittlung, interkulturelle Bildung und Demokratieerziehung verwirklicht werden. Die Vielzahl der Kooperations-, Finanzierungs- und Projektpartner, die in Erscheinung treten, sind ein positives Signal, und das ist weiter zu fördern und zu unterstützen. In der Antwort der Landesregierung wird mehrfach darauf hingewiesen, dass die Vermittlung grundlegender Werte nicht erst in der Schule beginnt, sondern bereits im Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren angelegt ist. Darin heißt es, und ich zitiere, Kinder erfragen unvoreingenommen die Welt und stehen ihr staunend gegenüber. Sie stellen die Grundfragen nach dem Anfang und Ende, nach dem Sinn und Wert ihrer selbst und nach Leben und Tod. In ihrer Konstruktion der Welt und in ihrem unermesslichen Wissensdrang sind Kinder kleine Philosophen und Theologen. Kinder sind darauf angewiesen, vertrauensbildende Grunderfahrungen zu machen, die sie ein Leben lang tragen. Sie brauchen Ausdrucksformen und Deutungsangebote, um das ganze Spektrum möglicher Erfahrungen positiv verarbeiten zu können. Die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, Religionen, mit gesellschaftlichen Prozessen, Demokratie und wirtschaftlichen Themen sind selbstverständlich angepasst an den jeweiligen Bildungs- und Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes explizit vorgesehen. Und hier knüpft auch eine der grundlegenden Feststellungen an. Die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, und dazu zählen auch die Kindertagesstätten, spielen eine maßgebliche Rolle bei der Vermittlung von Werten, um die es hier geht.
Bereits dort werden die Grundlagen gelegt, und dort sind Partizipationsmöglichkeiten und Anwendungsfelder möglich, sodass die Werte quasi auch erprobt werden können. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, die eigentliche Schwierigkeit besteht doch darin, die Erwartungshaltungen, die dort formuliert sind, mit den Realitäten abzugleichen. Und vor diesem Hintergrund geht es auch nicht darum, die Bedeutung oder das Engagement, welches gerade auch mit Blick auf Prävention besonders wichtig ist, abzuschwächen. Aber es ist unbedingt notwendig, die Erwartungen, die wir, die Politik und die Gesellschaft an Schulen und Lehrkräfte stellen, zu hinterfragen und die Entfaltungsmöglichkeiten zu überprüfen. Alle sich ergebenden Fragestellungen sind nicht neu. Man kann sie schon bei Aristoteles finden. Er verweist in seiner Auseinandersetzung mit der ethisch-sittlichen Tugend darauf, dass diese nicht von Natur aus gegeben oder ihre Herausbildung die Folge eines biologischen Entwicklungsprozesses ist, sondern dass sie der Erziehung und Gewöhnung bedarf. Eine ähnliche Argumentation finden Sie in Immanuel Kants Schriften. Dieser negiert ebenfalls die Annahme, dass Tugenden angeboren seien. Diese müssten vielmehr wörtlich durch die Ausübung der Beherrschung innerer Widerstände kultiviert werden. Und von daher, von diesen Werten, von diesen Erkenntnissen ausgehend, wird der Schule seit jeher die Aufgabe zugeschrieben, als Instanz der sekundären Sozialisation auf die Kinder und Jugendlichen einzuwirken und nicht nur fachliche Inhalte zu vermitteln. Ich sage sehr deutlich, in diesem Zusammenhang ist Schule auch nicht allein. Vielmehr müssen auch Gruppenprozesse und Sozialisationsprozesse, die vorherrschen durch Familien, aber auch durch Peergroups, durch Freunde oder Klassen, aber auch in politischen Statements weitergegeben werden, untersucht und Strukturen sichtbar gemacht werden, die Vorurteile abbauen, um den Zielen der Wertevermittlung gerecht zu werden. Das bedeutet für den schulischen Kontext auch, dass nicht nur spezielle Programme und Projekte ins Leben gerufen werden und Lerninhalte vermittelt werden, sondern dass die zu vermittelnden Werte auch kritisch gelebt werden. Dazu bedarf es auch der kritischen Selbstreflexion des jeweiligen Lehrers, inwieweit chauvinistische, diskriminierende oder sexistische Sprüche geduldet oder selbst verwendet werden, sodass auf vorhandene Repertoires, Bilder, Erzählungen zurückgegriffen werden kann. Meine Damen und Herren, Lehrerinnen und Lehrer müssen mutig eingreifen, wenn derartige Strukturen sich auf dem Pausenhof oder in den Klassenräumen wiederfinden. Kurzum, die Werte, die wir definieren und über die wir uns hoffentlich einig sind, müssen gelebt werden. Es muss ein Schulklima vorherrschen, in dem sich die Ziele auch widerspiegeln. Schulen können da an vielfältigen Programmen oder Projekten teilnehmen und trotzdem im Vergleich zu anderen Schulen, welche die Themen nicht explizit bearbeiten, aber diese im Schulalltag und im menschlichen Miteinander und im wichtigen Interaktionsprozess zwischen Lehrer und Schüler mit Leben füllen, mäßigere Erfolge erzielen. Das heißt, es kommt nicht immer darauf an, möglichst viele Programme aufzulegen, alles Mögliche zu erklären, sondern es geht darum, die Werte auch zu leben, sie zu zeigen, sie den Schülern durch das Vorleben zu vermitteln. Deshalb müssen diese Werte gelebt werden. Das ist letztlich der entscheidende Faktor. Diese Werte dürfen eben nicht nur Ausdruck bloßer Lippenbekenntnisse sein, auch nicht indoktrinierend vermittelt werden, sondern es muss einhergehen mit der Förderung von Mündigkeit, mit der Anerkennung und Selbstständigkeit. Insgesamt zeigt sich in diesem Zusammenhang aber auch, dass nicht nur der Schule, sondern auch verstärkt der Jugend- und Sozialarbeit eine wichtige Rolle zukommt, das Zusammenwirken in multiprofessionellen Teams. Die Arbeit mit interdisziplinären Ansätzen gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Und ich glaube, da haben wir in Hessen auch noch einiges an Nachholbedarf. Zum Beispiel gerade mit Blick auf die Auseinandersetzung mit dem Thema, wenn ich störe, höre ich gerne auf, mit dem Thema religiös motivierter Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen, insbesondere bei dem Phänomen Salafismus, mit dem wir uns hier schon mehrfach auseinandergesetzt haben, wird deutlich, dass bei der Auseinandersetzung und der Prävention nicht auf die herkömmlichen Angebote abgestellt werden kann.
sodass die Zusammenarbeit zwischen Kultusbereich, Sozialbereich, Innen- und Justizressort notwendig ist. Da haben wir starken Verbesserungsbedarf, um geeignete Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Das zeigt die Antwort auf diese Große Anfrage, genauso wie auf unsere Kleine Anfrage zum gleichen Thema, Drucksache aus dieser Wahlperiode 3786. Meine Damen und Herren, mit Blick auf die letzten Plenardebatten, auch heute, in denen sich der Landtag intensiv mit den veränderten Anforderungen, zunehmenden Aufgaben und der Belastungssituation der Lehrkräfte auseinandergesetzt hat, ist zu hinterfragen, wie die Verzahnung und Zusammenarbeit sowie die Bereitstellung von Informationen, Beratungsangeboten und Angeboten intensiviert werden kann, um die im Schulgesetz verankerten Zielsetzungen umsetzen zu können. Eines müssen wir ganz klar an dieser Stelle wieder festhalten, und das beschäftigt uns im Moment dauernd. Wir haben den Zustand einer extremen Belastung aller Lehrerinnen und Lehrer im Lande Hessen, sodass eines jedenfalls nicht weiter funktionieren kann, nämlich das einfach mal obendrauf, wie diese Koalition das ja in anderen Bereichen praktiziert, bei der Frage der Inklusion, der Frage der Integration oder bei der Verstärkung der Ganztagsangebote. Die Lehrkräfte sind an der Grenze ihrer Belastung angekommen. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann es nicht sein, dass wir einfach die Lehrkräfte mit zusätzlichen Anforderungen bedenken oder neue Module fordern, sondern wir brauchen eine Anpassung der Aus- und Weiterbildung, die den neuen Anforderungen und Herausforderungen gerecht wird. Ich will, Herr Kollege, als abschließenden Punkt noch einmal kritisch auf den letzten Fragenkomplex der Großen Anfrage eingehen, das Thema Medienkompetenz und digitale Medien. Die Antworten auf die gestellte Frage liefern ebenso wie die Antworten auf unsere Kleinen Anfragen zur gleichen Thematik nicht den Beweis, dass diese Landesregierung ein zukunftsweisendes Konzept hat. Vor allem zeigt sich, dass sie sich nicht in die Karten gucken lassen möchte, wenn es darum geht, eines zu entwickeln, und bei der Frage, ob sie überhaupt daran arbeitet. Man könnte, wenn man die Antworten liest, vielmehr vermuten, dass die sich in der Enquetekommission Bildung, Schule zeigende Grundskepsis aller anderen Fraktionen außer den Freien Demokraten gegenüber den Herausforderungen der Digitalisierung wie Mehltau auch über das Kultusministerium gelegt hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so jedenfalls geht es nicht in die Zukunft. Das Wort hat Frau Kollegin Faulhaber für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dieser Anfrage ist ein wichtiger Bereich angesprochen. Und mir sind viele Dinge in den Antworten zur SPD-Anfrage aufgefallen, die ich jetzt hier bewerten könnte. Aber ich habe mich entschlossen, das Thema der Werte einmal grundsätzlicher anzugehen, weil Werte sind ja grundsätzliche Sachen. Denn Schule prägt Menschen nicht alleine, und die beste Absicht scheitert nicht selten an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Und zunächst möchte ich aber Folgendes sagen. Es ist gut, dass im Hessischen Schulgesetz ein Erziehungsauftrag im Sinne der Hessischen Verfassung und des Grundgesetzes festgeschrieben wurde. Es ist gut, wenn zahlreiche Projekte präventiv gegen rechtes Gedankengut und fanatische religiöse Ideen arbeiten und demokratische Strukturen eingeübt werden. Es ist gut, wenn der Anspruch formuliert wird, dass Respekt, Menschenrechte, Gleichberechtigung und das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen Bestandteil des schulischen Bildungsauftrags sind. So sollte das auch sein. Meine Damen und Herren, Postulate müssen sich aber immer in der Praxis bewähren, sonst bleiben sie Postulate. Wenn Sie also in der Antwort auf die SPD-Anfrage das Folgende formulieren, dann muss das den Realitätstest bestehen. Ich zitiere:
Das Fach Politik und Wirtschaft reflektiert als Fach der politischen Bildung die Bedeutung der Werte Frieden, Freiheit, Sicherheit und gerecht verteilter Wohlstand, gerade angesichts der bestehenden Ungleichzeitigkeit in der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung von Staaten und Regionen. Zitat Ende. Es werden noch sehr viele, viele solcher Postulate genannt, weil es ist ja eine große Anfrage. Aber ich konzentriere mich einmal auf dieses Zitat aus dem Abschnitt 3. Umsetzung des demokratischen Bildungsauftrags heißt der Abschnitt. Also, Frieden wird als erstes genannt. Das finde ich angemessen. Aber die Praxis ist leider nicht entsprechend. Das Hessische Kultusministerium schloss vor einigen Jahren einen Kooperationsvertrag mit der Bundeswehr ab und ermöglicht Jugendoffizieren, für Waffendienst und Kriegseinsätze in Schulen zu werben. Ist das die Friedenserziehung, wie sie hier eingefordert wird? Ja, ja, ich weiß, das sehen Sie nicht so, aber da werden Sie mich nicht überzeugen. Denn also, ich habe jetzt 10 Minuten Redezeit, und das kommt jetzt darauf an, ob Sie im Schulunterricht aufgepasst haben und Demokratieerziehung angenommen haben. Das ist jetzt die Frage. Also, Friedenserziehung ist, wenn man lernt, Konfliktlösungen müssen unter Ausschluss kriegerischer Mittel stattfinden. Friedenserziehung ist eine Politik im Geiste der UNO. Sie ist auf Interessensausgleich und gerechte Wirtschaftsbeziehungen ausgerichtet und nicht auf Militäreinsätze, Waffenlieferungen und Krieg. Werben um Nachwuchs aus den Schulen hat weder mit Demokratie noch mit der Aufklärung noch mit objektiver politischer Bildung zu tun. Leider gehört es noch zur Ausnahme, wenn sich beispielsweise die Ernst-Reuter-Schule II in Frankfurt dagegen engagiert und sich selbst zur bundeswehrfreien Schule erklärt. Und dann kommen wir zu Freiheit und Sicherheit. Ja, reden wir von Freiheit und Sicherheit. Jedes Kind hier bei uns weiß, dass Freiheit nicht das Recht des Stärkeren sein darf, aber auch, dass Freiheit ganz oft eben dieses Recht des Stärkeren ist. Was wird schon Kindern vermittelt? Freiheit ist viel zu oft vom Portemonnaie abhängig. Die freie Entfaltung und Entwicklung der Persönlichkeit hängt oftmals davon ab, ob die Eltern das Geld für den Bus, das Musikinstrument, den Theaterbesuch oder die Klassenreise aufbringen können. Sicherheit ist auch soziale Sicherheit. Vom sozialen Status hängt viel zu häufig ab, ob ein Kind Anerkennung findet, Gruppenaktivitäten mitmachen kann oder ob es verzichten muss, vielleicht sogar Mobbing deswegen ausgesetzt ist. Soziale Sicherheit und die Freiheit, sich den eigenen Interessen und Begabungen entsprechend entwickeln zu können, das sind grundlegende Erfahrungen der Schulzeit. Also jedenfalls kann Freiheit und Sicherheit nicht nur für einige gelten und für andere nicht. Und jetzt geht es weiter. Gerecht verteilter Wohlstand. Hand aufs Herz, meine Damen und Herren, sind Sie wirklich daran interessiert, dass in der Schule über die Verteilung des Wohlstands aufgeklärt wird? Dass z. B. 36 Milliardäre hier in Deutschland mehr Vermögenswerte besitzen als die ärmere Hälfte der Bevölkerung? So wie ich das hier in dem Hohen Haus erlebt habe, bezweifle ich das genau. Es würde eher eine Debatte über linke Infiltrierung vom Zaun brechen. Sie gucken auch schon so. Aber das Zitat geht ja noch weiter. Gerechte Verteilung von Wohlstand. Und jetzt kommt es gerade angesichts der bestehenden Ungleichzeitigkeit in der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung von Staaten und Regionen. Was würden Sie sagen, wenn in der Schule über eine gerechte Weltwirtschaftsordnung oder die Ursachen der extremen Ungleichheit in der Welt aufgeklärt würde? Das war heute Morgen schon ein bisschen zu merken in der Debatte über Attac, was Sie davon denken würden. Meine Damen und Herren, ich versuche deutlich zu machen, dass Werte und Demokratieverständnis durch gesellschaftliche Verhältnisse geprägt werden. Natürlich soll die Schule Werte vermitteln und antidemokratischen Entwicklungen entgegentreten. Aber wie erfolgreich das gelingt, ist eben davon abhängig, ob das Gelernte auch den Realitätstest bestehen kann. Schule ist nur ein kleiner Teil der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse und leider nicht immer der vorbildlichste. Also noch einmal.
Erziehung zum Demokratieverständnis, politische Bildung, soziale Projekte und Prozesse gehören an die Schulen. Leider ist es so, dass dies nicht immer Konsens ist. Politische Bildung findet vor allem dort statt, wo engagierte Lehrerinnen und Lehrer agieren. Und ansonsten kommen heute zunehmend ökonomische Einflüsse zum Tragen, die auch den Lehrplan beeinflussen. Ich erinnere mich da an die Forderungen der FDP, wirtschaftliche Inhalte im Unterricht vor gesellschaftliche Themen zu stellen. Das war genauso hanebüchen wie die Benennung vieler Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter für die Anhörung zur Novellierung des Schulgesetzes. Ich sage, Bildung darf nicht wirtschaftlich ausgerichtet sein, und sie darf gar nicht zur Ware werden. Und schon da hakt es, wenn über demokratische Prozesse und Partizipation an Schulen gesprochen wird, und nicht nur da. Die Landesschülervertretung, genau wie die Elternbeiräte, fordern seit Langem, dass Demokratie nicht nur gelehrt, sondern an unseren Schulen auch gelebt wird. Wer über Partizipation redet, sollte diejenigen, die das System tragen, nämlich die Schülerinnen und Schüler, auch wirklich partizipieren lassen, auch die Lehrerinnen und Lehrer und ihre Gewerkschaften. Aber von gelebter Demokratie sind wir noch ein Stück entfernt. In dieser Antwort zur SPD-Anfrage stellt die Landesregierung alles so schön und als bereits praktiziert dar. Aber ist das tatsächlich so? Lehrerinnen und Lehrer, selbst diejenigen, die die politische Bildung als zentrale Aufgabe begreifen, werden häufig gar nicht in die Lage versetzt, entsprechende Projekte anzubieten. Die Überlastung unserer Lehrkräfte führt mittlerweile dazu, dass es nicht nur darum geht, ein bisschen kürzer zu treten, sondern darum, alle Pflichtaufgaben irgendwie erledigen zu können. Und das sind keine guten Rahmenbedingungen, um beispielsweise verfassungsfeindliche Einflüsse erkennen, thematisieren und ihnen entgegenwirken zu können. Neben zeitlichen Ressourcen fehlt es einfach oft auch an Wissen. Ab wann sind jugendliche Rüpeleien ernsthaft als rechtsradikal einzuordnen? Wo ist der Punkt, an dem eingegriffen werden sollte? Wo ist die Grenze zwischen persönlichem religiösem Engagement und Extremismus? Und wo findet man die Ansprechpartner, um genau diese Fragen zu erläutern und beraten zu werden? Wie lässt sich das alles zeitlich bewältigen? Hier wäre ein breites Feld für eine Unterstützung seitens des Kultusministeriums. Meine Damen und Herren, Toleranz, Demokratie und Friedensverständnis sind zentrale gesamtgesellschaftliche Werte, das ist unbestritten. Wenn deren Vermittlung tatsächlich als zentrale Bildungsaufgabe angesehen wird, dann müssen Schulen und Lehrkräfte auch in die Lage versetzt werden, sowohl inhaltlich als auch zeitlich dieser Aufgabe nachkommen zu können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abg. Schwarz für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Ich bin sehr dankbar, dass wir heute zur vorgerückten Stunde ein wichtiges Thema, was unsere Schulen, aber unsere gesamte Gesellschaft betrifft, sprechen können, die Vermittlung von grundgesetzlichen, aber auch grundsätzlicher Werte. Herr Kollege Yüksel, ich glaube, das eine gehört zum anderen. Deswegen will ich das auch sehr bewusst in meiner Rede hier zusammen thematisieren. Bei der Vermittlung von Werten, bei der Präventionsarbeit, aber auch bei der Bekämpfung von Extremismus spielen Schulen eine zentrale Rolle. Schulen sind verpflichtet, gemäß Hessischem Schulgesetz, gemäß Grundgesetz, gemäß Hessischer Verfassung, die Menschen, die Schülerinnen und Schüler über die Menschenrechte, über Bürgerrechte zu belehren. Schulen sind verpflichtet, Schüler zu selbstständigen und mündigen Bürgern zu erziehen. Schulen sind verpflichtet, Rechte und Pflichten in einer sozialen Gesellschaft zu vermitteln. Und genau das machen unsere Schulen, genau das machen die Kolleginnen und Kollegen an den hessischen Schulen. Und dafür gilt es einmal Danke zu sagen für ihre erfolgreiche Arbeit, meine Damen und Herren. Herr Kollege Yüksel,
Ich will mal direkt zu Ihrer großen Anfrage kommen. Sie beginnen mit zwei Fragen, einmal zum Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus und zum Islamismus, nämlich jeweils mit der Frage, wie bewertet die Landesregierung die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus und Islamismus? Das sind berechtigte Fragen, bin ich vollständig bei Ihnen. Was ich an dieser Stelle allerdings etwas vermisse, warum Sie die Frage nicht stellen, wie bewertet die Landesregierung die Gefährdungslage durch Linksradikalismus? Das ist ein Kapitel, das Sie offensichtlich bewusst oder unbewusst ausgeblendet haben. Vielleicht haben Sie es auch nur vergessen. Deswegen Bekämpfung von Extremismus gegen links, gegen rechts und gegen Islamisten ist von zentraler Bedeutung. Und genau deswegen macht die Koalition und die Landesregierung eine deutliche Positionierung gegen die Verfassungsfeinde und arbeitet mit präventiven Maßnahmen, aber auch mit repressiven Maßnahmen, um diese einzudämmen und zu verhindern. Und, meine Damen und Herren, in unseren Schulen werden Werte vermittelt und Unterrichtsinhalte vermittelt, und das Ganze geschieht fächerübergreifend zu grundsätzlichen Werten. Wir erinnern uns noch daran, da gab es früher Noten in Fleiß, Betragen. Da spielt die Pünktlichkeit eine Rolle, das spielt immer noch eine Rolle. Und genau das wird auch nach wie vor vorgelebt von unseren Lehrerinnen und Lehrern. Genau das wird vorgelebt von unseren Lehrerinnen und Lehrern. Und zwar will ich sehr deutlich sagen, Herr Yüksel, dass das, glaube ich, die Vorbildfunktion von elementarer Bedeutung ist, nämlich wer derjenige, der im Klassenraum sich mit den Kindern und den Schülern befasst, nicht genau dieses vorhält, kann er oder kann sie das dann auch nicht vermitteln. Deswegen, vielen Dank. Deswegen will ich jetzt einmal zu den fächerübergreifenden Aspekten kommen. In der Großen Anfrage wird ja sehr deutlich gemacht, dass Politik Wirtschaft, ein wichtiges Fach natürlich, aber auch Geschichte, Deutsch, Ethik, Religion, Philosophie, alle miteinander genau in diesem Bereich von Wertevermittlung, Prävention eine wesentliche Rolle spielen. Und ich kann nur bestätigen, Herr Kollege May, wir haben ein tolles Gespräch mit der Kreisschülervertretung aus Waldeck-Frankenberg gehabt. Am Dienstag hatte ich ein Gespräch mit dem neuen Landesvorstand, Herrn Fabian Flume, der Landesschülervertretung, wo wir uns genau darüber unterhalten haben. Ein bemerkenswertes Papier, das vorgelegt wird. Wir müssen uns nur darüber unterhalten, wenn wir mehr Stunden in POBI machen, wo wir dann möglicherweise etwas weniger haben, nämlich on top. Das war dann auch erkennbar, dass man noch mehr Unterrichtsstunden gibt. Das war auch nicht der große Wunsch seitens der Schülervertretung, nur mal zur Einordnung. Und jetzt würde ich Sie gerne fragen, Herr Yüksel, ist Ihnen der Bildungs- und Erziehungsplan wirklich bekannt? Der wurde ja schon zweimal zitiert, auch vom Kollegen Greilich. Da ist nämlich tatsächlich die Rede von Basiskompetenzen. Basiskompetenzen und Werten. Da steht drin Höflichkeit, Zuverlässigkeit. Ich übersetze das jetzt mal ein bisschen. Man darf guten Tag sagen, man sollte guten Tag sagen. Man sollte eine Wertschätzung Frauen gegenüber haben. Man sollte auch die Hand geben, wenn sie einmal ausgestreckt wird. Man soll Respekt leben. Man darf Werte leben, die in diesem Land freiheitlich, strukturiert und demokratisch gelebt eine wesentliche Rolle spielen. Und all das steht in Basiskompetenzen drin. All das steht im Bildungs- und Erziehungsplan drin. Und da fangen wir von vorne an, nämlich von 0 bis 10. Dieses Altersspektrum umfasst der Bildungs- und Erziehungsplan. Da will ich sehr deutlich sagen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hansen immer mehr. Dieser Spruch, der ist zwar alt, stimmt aber nach wie vor, meine Damen und Herren. Eine Vielzahl von Maßnahmen wurde aufgelistet in der Großen Anfrage, die nicht seit gestern, sondern kontinuierlich novelliert in Hessen praktiziert werden, in den Schulen selbst oder in Kooperation mit anderen. Das sind interkulturelle Projekte, Fortbildungen zum Klassenrat. Das ist diese basisdemokratische Arbeit, die an Schulen geleistet wird, in den Schülervertretungen. Wir haben Demokratietage, Kinderrechtsprogramme, Europaschule, Netzwerk, mir besonders wichtig auch außerschulische Lernorte. Da haben wir
NS-Opfergedenkstätten, die in Hessen besucht werden, aber auch genauso wichtig Point Alpha oder das Grenzmuseum Schifflers Grund. Da sieht man nämlich die Ergebnisse von nicht demokratischem Handeln. Da sieht man nämlich die Ergebnisse von totalitären Regimen. Und genau daran kann man Geschichte lernen. Und daran kann man auch erkennen, wie bedeutsam Demokratie für uns alle, für unsere Gesellschaft ist, meine Damen und Herren. Und ich bin sehr dankbar, dass seitens von Schülerorganisationen, seitens der Landesschülervertretung, aber seitens der Kreisschülerräte sehr deutlich gesagt wird, dass ihnen die Vermittlung von Werten sehr, 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 sehr wichtig ist, dass ihnen die Vermittlung von Moralvorstellungen sehr, sehr wichtig ist und dass auch die Erwartung da ist, dass diejenigen Menschen, die zu uns kommen, ein Stück weit sich an den christlich-abendländischen Werten orientieren, die wir hier in diesem Land leben und eine Orientierung daran geben. Das bedeutet, das Grundgesetz, das gilt für alle. Das Grundgesetz beschreibt die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und das bedeutet auch, dass Eltern eine Rolle dabei spielen, dass die Kinder nicht nur in der Schule diese Demokratie beigebracht bekommen, sondern dass auch zu Hause gelebt wird. Auch gelebt wird die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit. Und das will ich auch sehr deutlich betonen. Dazu zählt auch, dass alle Kinder, alle Jugendlichen am Schwimmunterricht teilnehmen können, Mädchen am Schwimmunterricht teilnehmen können, dass die Teilnahme von Frauen am Sportunterricht gewährleistet ist, dass die Teilnahme am Sexualkundeunterricht gewährleistet ist, dass die Klassenfahrten auch gemeinsam unternommen werden können, dass daran alle teilhaben können. Und das bedarf dann auch tatsächlich einer konzertierten Aktion, nicht nur innerhalb der Schule. Nämlich dort müssen die Kolleginnen und Kollegen daran arbeiten und daran überzeugen, sondern es ist ein Kraftakt aller gesellschaftlicher Akteure. Und da ist in der Tat viel zu tun. Deswegen ist es von elementarer Bedeutung, für alle ist, Entschuldigung, für alle viel zu tun. Ich rede nicht von der Schule. Ich habe eben von den gesellschaftlichen Akteuren gesprochen, Herr Kollege Yüksel. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir eine fantastische Zusammenarbeit haben, auch zwischen Kultusministerium, Innenministerium, der Landesanstalt für privaten Rundfunk, neue Medien, wo ich selber mitarbeiten darf. Dort gibt es tolle Projekte. Dort werden Filme altersgemäß für die jungen Leute vorbereitet. Und daran kann man, glaube ich, sehen, dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass wir handeln, und zwar in einem tollen Netzwerk. Deswegen will ich jetzt am Ende sehr deutlich sagen, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei allen Lehrerinnen und Lehrern, die einen ganz, ganz engagierten Job an den Schulen machen, zur Demokratieerziehung. Das ist toll. Respekt, Lob und Anerkennung an diese. Und ich will sehr deutlich sagen, dass viele, viele Eltern genauso engagiert dabei sind, aber auch die Trainer, die nachmittags und abends in den Sportvereinen oder Musikvereinen hier aktiv sind. Es gibt eine tolle Kooperation mit unserer Kollege Polizei. Kollege Schwarz, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, ich komme gerne zum Schluss mit unserer Polizei, die dort hervorragende Arbeit leistet. Und insofern will ich abschließend sagen, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Werte und Demokratie sind nicht verhandelbar. Werte halten unsere Gesellschaft zusammen, sind der Kitt unserer Gesellschaft. Und deswegen schließe ich damit. Hessen lebt Respekt, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Lorz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte mich eigentlich ausdrücklich für diese Große Anfrage der SPD-Fraktion bedanken, weil sie uns die Gelegenheit gibt, unser Augenmerk auf ein wichtiges Thema zu lenken, das mich im Interesse unserer Schülerinnen und Schüler und der Zukunft unseres Landes ganz besonders berührt.
Deswegen will ich eigentlich auch nicht in diese kleinliche Debatte einsteigen, was für eine mögliche Bedeutung der Übertragungsfehler hinsichtlich der Überschrift der Anfrage hat. Aber einen Satz will ich doch dazu sagen, meine Damen und Herren, weil ich eigentlich nicht dafür bekannt bin, dass mir solche Sachen durch die Lappen gehen. Aber dieser Fehler ist mir in der Tat nicht aufgefallen. Und wissen Sie warum? Wissen Sie warum? Ich habe 20 Jahre meines Berufslebens an der Universität mit der hauptberuflichen Vermittlung der Grundrechte, Grundwerte und Strukturprinzipien des Grundgesetzes verbracht. Ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass wir irgendetwas anderes als grundsätzliche Werte vermitteln sollen, als das, was an Werten auch in unserem Grundgesetz vorgeschrieben ist. Das ist für mich eins, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es auch absurd, wenn wir beispielsweise von der Stärkung der politischen Bildung reden und dann heißt es, aber da muss noch ein ausdrücklicher Bezug zum Grundgesetz rein. Ja, was sollen wir denn sonst vermitteln, meine Damen und Herren? Was denn sonst? Das musste ich jetzt einfach mal loswerden. Und ich denke eigentlich, dass darüber auch in diesem Hause Einigkeit besteht. Zur Sache, meine Damen und Herren. Ahmad Mansour, ein arabischer Israeli, der seit 2004 in Berlin lebt und sich in der Extremismusprävention engagiert, stellte kürzlich fest, ich zitiere, Kinder brauchen ein Wertesystem, in dem sie sich orientieren können. Wir Erwachsene sind dafür verantwortlich, ihnen eines zu vermitteln, das den demokratischen Grundrechten entspricht. Zitat Ende. Ich kann Herrn Mansour nur uneingeschränkt zustimmen. Und deshalb gehört zu unseren wesentlichen Bildungszielen in Hessen die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und die Erziehung zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft sowie zur Wahrung des Friedens. Im Grundgesetz, in der Tat, und in der Verfassung unseres Landes Hessen finden sich vergleichbare Formulierungen. Und wie Sie alle wissen, sind diese Formulierungen auch im Bewusstsein früherer Versäumnisse und schlechter Erfahrungen getroffen worden. Die Grundrechte, meine Damen und Herren, sind nicht nur Abwehrrechte des Bürgers gegen staatliche Willkür, sondern nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verkörpert sich in den Grundrechtsbestimmungen auch eine objektive Wertordnung. Und die Menschenwürde ist dabei die wichtigste Wertentscheidung des Grundgesetzes. Sie kommt allen Menschen allein schon aufgrund ihres Menschseins zu und ist unantastbar. So formuliert es Artikel 1 unserer Verfassung. Und damit, meine Damen und Herren, ist auch Schule kein wertneutraler Ort. Sie kann überhaupt kein wertneutraler Ort sein. Das pädagogische Handeln in unseren Schulen ist und muss von Werten und Haltungen getragen sein. Und Leitlinie können dabei auch nur sein die Grundrechte und die ihnen zugrunde liegenden allgemeinen Menschenrechte. Das kommt auch im Hessischen Schulgesetz zum Ausdruck. Deswegen sind alle Schulen in Hessen verpflichtet, die im Grundgesetz und in der Hessischen Verfassung aufgeführten Menschen- und Bürgerrechte zu lehren. Und Lehrkräfte sind auch aufgefordert, das gehört nämlich auch mit zum Berufsbeamtentum dazu. Lehrkräfte sind aufgefordert, diese Werte glaubhaft vorzuleben, damit sich ihre Schülerinnen und Schüler zu selbstbewussten und mündigen Bürgerinnen und Bürgern entwickeln, die ihre Rechte und Pflichten in der sozialen Gemeinschaft ihres Staates kennen und wahrnehmen können. Und deswegen, diese Bemerkung kann ich mir jetzt auch nicht verkneifen, ist es auch schon ein bisschen merkwürdig, wenn Herr Greilich hier, wie er das bei jedem Thema tut, und in einer schon ungewöhnlichen Übereinstimmung mit Frau Faulhaber die Belastung der Lehrkräfte ins Spiel bringt. Als ob die Vertretung demokratischer Werte eine Frage der Arbeitszeitregelung sei, meine Damen und Herren. Nein, die Werte, um die es in der schulischen Wertebildung geht, sind weder beliebig noch verhandelbar. Von dem Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält, war schon die Rede. Wir leben in einer heterogenen Gesellschaft, in der nicht nur Menschen mit ganz unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zusammenleben, sondern in der auch völlig unabhängig von sozialer und ethnischer Herkunft die Lebensentwürfe der Menschen oft weit auseinanderliegen, weil das zur Individualität des Menschen dazugehört. Diese Vielfalt bereichert unsere Gesellschaft. Sie bringt sie voran. Und trotzdem braucht es etwas, was die Gesellschaft zusammenhält und jungen Menschen Orientierung gibt. Bis hierhin, glaube ich, haben wir wirklich auch Konsens in diesem Hause. Aber bewähren muss sich unsere Werteorientierung gerade auch in Konfliktfällen. Deswegen müssen wir unseren Schulen und Lehrkräften beispielsweise den Rücken stärken, wenn, das Beispiel wurde schon genannt, die Diskussion über die Teilnahme von Mädchen und Frauen an bestimmten Unterrichten oder an Klassenfahrten vor dem Hintergrund stattfindet, dass damit die Gleichberechtigung von Mann und Frau nach Artikel 3 Grundgesetz infrage gestellt wird. Das dürfen und werden wir an hessischen Schulen nicht zulassen, meine Damen und Herren. Und vor diesem Hintergrund können wir uns jetzt ein bisschen mit den einzelnen Maßnahmen beschäftigen, die auch in der Großen Anfrage hinreichend thematisiert worden sind. Die Werte unseres Grundgesetzes werden sowohl fächerübergreifend als auch in einzelnen Unterrichtsfächern vermittelt.
Da spielt Politik und Wirtschaft eine besondere Rolle. Aber es ist, in keiner Weise das einzige Fach, das in dieser Hinsicht von Bedeutung ist. Der fächerübergreifende Ansatz ist z.B. im ersten Teil der Kerncurricula für die Sekundarstufe 1 und ebenso für die gymnasiale Oberstufe verankert. Dazu gehören auch wertebewusste Haltungen wie Respekt, Gerechtigkeit, Fairness und friedliche Gesinnung im Sinne der Völkerverständigung. Die Schülerinnen und Schüler sollen ethische Normen sowie kulturelle und religiöse Werte kennenlernen und auf dieser Grundlage eine Orientierung für das eigene Handeln gewinnen. Sie sollen demokratische Normen und Werthaltungen reflektieren und daraus Rückschlüsse auf ihr eigenes Leben innerhalb der Gemeinschaft ziehen. Im Fach Politik und Wirtschaft, wenn wir jetzt einmal einzelne Fächer betrachten, wird unter anderem vermittelt, dass heutige Demokratien sich in Abgrenzung zu anderen Systemen durch die Aspekte der Rechtsstaatlichkeit, insbesondere der Grundrechte, der Gewaltenteilung, der Volkssouveränität, des Pluralismus, der Parteiendemokratie und durch Elemente direkter Partizipation definieren. Im Fach Geschichte, das spielt ja auch eine Rolle, im Fach Geschichte werden Demokratie und Grundwerte aus historischer Perspektive bewertet. Es reicht von der Freiheit und Mitbestimmung in der griechischen Polis über die Aufklärung und das Streben nach Freiheit in der Französischen Revolution bis hin zur demokratischen Ordnung in der Weimarer Republik. Und in der Behandlung des Nationalsozialismus wird dann aber auch aufgezeigt, mit welchen Mechanismen Demokratie und Menschenrechte systematisch zerstört werden können. Und dann gibt es noch weitere Fächer wie Ethik und Religion, wo vor allem die Menschenwürde eine zentrale Rolle einnimmt. Deswegen, meine Damen und Herren, es ist nicht nur POWI. POWI ist ein wesentliches Fach. Wir können uns auch gerne über die Stärkung von Politik und Wirtschaft unterhalten. Allerdings, Herr Abg. Yüksel, gehört dazu, wenn man sagt, man muss die Stunden da aufstocken, man muss das mehr verpflichtend machen, gehört schon auch die Aussage dazu, was wollen Sie dafür streichen? Oder finden Sie, das kann man unseren Schülerinnen und Schülern gerne noch oben drauf packen? Dazu hätte ich auch gerne eine Antwort von Ihnen gehabt. Demokratie, auch da müssen Sie entscheiden, was dafür wegfallen soll. Demokratie und Werte müssen in der Schule aber auch praktisch erfahrbar sein. Und vielleicht ist das an manchen Stellen sogar noch wichtiger wegen des unmittelbaren Erlebnisses, was damit verbunden ist, als der Unterrichtsinhalt. Deswegen unterstützen wir auch Projekte, wir unterstützen zum Beispiel natürlich auch Parlamentsbesuche oder Teilnahme an Demokratietagen. Und deswegen spielen natürlich auch die Mitbestimmungsgremien, die im Schulgesetz vorgesehen sind, eine wesentliche Rolle. Deswegen haben unsere Schülervertretungen so umfassende Mitbestimmungsrechte. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit aber auch auf die Möglichkeiten lenken, die Schulen haben, um jenseits von Unterricht demokratisches Handeln einzuüben und die zugrunde liegenden Werte erlebbar zu machen. Die Wertschätzung jedes Einzelnen, das aufmerksame Zuhören, das Abwägen von Argumenten, Toleranz und Akzeptanz von Abstimmungsentscheidungen. So können Schulen beispielsweise einen Klassenrat einrichten, um aktuelle Probleme und Themen des Klassenlebens zu behandeln. Und da dort die Rollen auch immer wechseln, wie z.B. die Moderation, hilft das den Schülerinnen und Schülern auch, ihr soziales Repertoire zu erweitern und ihr Selbstbewusstsein zu steigern. Und ich kann daher auch Schulen und Lehrkräfte nur ausdrücklich ermuntern, die entsprechenden Fortbildungsangebote etwa unseres Projekts Gewaltprävention und Demokratielernen wahrzunehmen. Auch im Ganztag gibt uns jetzt ganz andere Möglichkeiten, noch schulische Projekte zu gestalten und damit die Werte des demokratischen Gemeinwesens für Schülerinnen und Schüler unmittelbar erlebbar zu machen. Dazu gehören auch Dinge wie z.B. soziale Projekte, etwa die Arbeit im Seniorenheim oder ein Vorleseeinsatz in der benachbarten Kindertagesstätte, die gemeinsame Zubereitung eines Frühstücks mit beeinträchtigten Kindern der benachbarten Förderschule, die Planung und Durchführung eines schulinternen Turniers oder ein Projekttag mit der örtlichen Feuerwehr. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, eben hier Wertevermittlung einfach in der Praxis zu leben, auch ohne dass es jetzt im Curriculum so gekennzeichnet ist. Demokratieerziehung und Wertevermittlung sind auch Bestandteil zahlreicher Wettbewerbs- und Stiftungsangebote. Ich verzichte jetzt auf die Aufzählung im Einzelnen, weil Sie das ja auch alles der Großen Anfrage entnehmen können. Ich zähle aber zur Wertevermittlung z.B. auch die Würdigung ehrenamtlichen Engagements. Deswegen gibt es ein entsprechendes Zeugnisbeiblatt, mit dem Schülerinnen und Schüler ihren ehrenamtlichen Einsatz dokumentieren lassen. Und ich möchte besonders hervorheben die Unterstützung der außerschulischen Lernorte, etwa durch Abgeordnete Lehrkräfte in ihrer pädagogischen Arbeit mit Schülerinnen und Schülern. Das gilt für die NS-Opfergedenkstätten in Hadamar, in Trutzheim, in Stadtallendorf, in Breitenau. Und es gilt für die Gedenkstätten Point Alpha und Schifflers Grund, die an SED-Diktatur und Teilung erinnern. Die Auseinandersetzung gerade mit den dunklen Seiten unserer Geschichte an authentischen Orten ist von großer Bedeutung, um den Wert der freiheitlichen Demokratie unmittelbarer erlebbar zu machen, als es der Unterricht in der Klasse vermag. Herr Staatsminister, ich darf auf die Redezeit der Fraktionen hinweisen. Ja, das ist das Problem. Eigentlich hat meine Großen Anfrage ja 10 Minuten. Aber das ist eine so große Aufgabe.
und sie ist auch von so großer Bedeutung, dass es wirklich unmöglich ist, sie in dieser Zeit abzuhandeln. Naja, Sie haben die Antworten im Einzelnen haben Sie ja entsprechend schriftlich vorliegen. Und das jetzt im Einzelnen vorzutragen, würde in der Tat noch sehr, sehr weit führen. Also überlassen wir die Aufzählung der ganzen Projekte, die dazugehören, überlassen wir das der Lektüre dieser großen Anfrage. Aber ich stelle zusammenfassend fest, und damit komme ich dann auch zum Ende, Frau Präsidentin, wir sind in Hessen sehr gut aufgestellt, wenn es um Demokratielernen, Wertevermittlung und Extremismusprävention geht. Dabei wissen wir, dass es sich um einen dynamischen Prozess handelt, der auch immer dem aktuellen Bedarf angepasst werden muss und angepasst wird. Ich will nur als ein allerletztes Beispiel den Leitfaden für Schulen nennen, den kürzlich der Kooperationsverbund Rhein-Main der staatlichen Schulämter entwickelt hat. Diesen Leitfaden werden wir grundwerteorientiert als Hessisches Kultusministerium weiterentwickeln und dabei auch auf neue Erscheinungsformen des religiösen Extremismus und des Rechts- und Linksextremismus eingehen, die unserer Demokratie und unseren grundlegenden Werten den Kampf angesagt haben. Denn diese Werte, meine Damen und Herren, müssen immer wieder aufs Neue erarbeitet werden. Und da werden wir auch unsere Schulen und Lehrkräfte weiterhin mit allen Kräften unterstützen. Denn wenn es um die Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten geht, dann kann es auch keine Kompromisse mit religiös, national, ökonomisch oder kulturell-philosophisch begründeten Gegenpositionen welcher Art auch immer geben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit ist die Große Anfrage zu Tagesordnungspunkt 16 besprochen.